Aber Feuer macht aber einfach Spaß. Ein Analyse kann er auch so ein bisschen. Wie viel? 7. 7 ist gar nicht so schlecht, weil du in der Regel noch die Hälfte vom Odem drauf bekommst. Nein, 7 ist voll scheiße, weil du als Gildenmagier mit Analyse eigentlich immer erschwert ist zu bekommen und wertvolle Artefakte immer erschwert sind. Ja, gut. Also mit 8000 AP musst du den, wenn du Hellsichtmagier dich nennst, auf 10 bis 12 haben. Aber er ist ja kein Hellsichtmagier, hat er selber gesagt. Ja, eben, er ist halt gut, dann ist es in Ordnung. Er ist halt ein Kampfmagier? Er ist halt ein Lappen, Mann. Er kann gar nichts. Also ich habe ihn nicht einmal was Nützliches Zaubern sehen. Das Problem in meiner Wahrnehmung ist dann, dass beides Lappenmagier. Ich kann ihn nicht auseinanderhalten, was die für Schwerpunkte haben. Das stimmt bei mir leider auch. Mal ein Zeichen. Ich weiß, dass Eldan gut zeichnen kann. Das ist aber auch alles, was ich über den Charakter weiß. Setz doch einfach Eldan und Ragnar für einen Monat zusammen und kommt zurück. Ragnar verhökert die Gemälde und dann habt ihr einfach so einen Vorrat von 20.000 Dukaten rumliegen. Als ob nee, Ragnar hat andere wichtigere Sachen zu erledigen. Bitte? Als ob du die Gemälde verkauft bekommst. Wer soll denn die kaufen? Ach, keine Ahnung. Ich gehe einfach jedes Mal zu Storva. Na, geile Sau. Mal wieder ein neues Bild. Ich glaube, das funktioniert zweimal. Also das eine hängt er sich aufs Klo, das andere hängt er sich ins Schlafzimmer, das andere in den Flur. Okay, dann brauchst du aber natürlich noch entsprechende Motive dafür. Naja, ich sag ihm einfach hier, wir können dich richtig geil zeichnen. Kannst du aus dem Haufen Scheiße einen Humus-Gin rufen? Das wäre dann noch ein passendes Bild fürs Klo, oder? Das musst du den Magier fragen. Da halte ich mich raus. Theoretisch eigentlich schon. Warte, das muss auf meine Liste für beknackte Ideen. Kasim kann zwar kein Humus, aber für den Elementargeist wird's reichen irgendwann. Ich sehe schon, du spielst einfach so einen Typen aus Draconia, der sich auf Humus spezialisiert hat. Und wenn dann deine Feinde kommen, kackst du erstmal auf die Straße und beschwörst daraus dann Humus-Gin. Nee, viel besser. Du nimmst einen Haufen Scheiße und wirfst ihn auf die und machst dann einen Zorn der Elemente draus. Scheißregen. Ja, Shitstorm, der sogar ziemlich viel Schaden macht. Ja, das ist der Shitstorm ihres Lebens. Aber brauchen wir nicht eh volle Handlungspunkte, wenn wir in Runard einfallen wollen? Ich meine, wäre das nicht ganz praktisch? Ja, du kannst ja in der Nähe vom Strudel dann um den Tag parken, dann ist voll. So. Und dann werfen wir dann noch hier Jasper rein und schauen, was passiert. Wenn er überlebt, erschießen wir ihn. Und wenn er nicht überlebt, dann war er doch ein Gläubiger, der jetzt leider in den Niederhöllen ist. Ich bin dafür, wir zünden ihn an und dann gucken wir, was passiert. Und dann kann er den Leib des Feuers. Macht ihr die Hexenprobe? Wenn er irgendwie mit dem Brett nach unten ist, dann ertrinkt er. Aber kann in die Gotteshallen aufgenommen werden? Aber ja, wenn er rauskommt? Wenn das Brett nach unten treibt, dann war er halt kein Paktierer. Und ansonsten, wenn das Brett oben treibt, dann hat der Gott da oder der Erzdämon dafür gesorgt, dass es halt oben treibt. Aber dann musst du ihn erschießen, weil... Also er stirbt so oder so. Ja. Ihr könnt ihn doch einfach an Xyleste verfüttern, dann hättet ihr wenigstens noch Handlungspunkte. Der weiß doch direkt, auf wen du nicht hören darfst. Der ist Admin, glaube ich. Nee, ist nur ein Moderator, mit dem habe ich vorhin geschrieben, da ging es um einen Hashtag. Und hatte DSA, das ist halt der Typ, du stellst um 3 Uhr... Ja. DSA 5 Spielleiter ganz neu, hatte dann irgendwie einen Hashtag auspacken wollen, da haben wir ihn erstmal beraten. Der bringt halt auch Helden um. Dunkelheit. Ja, das ist, du spielst irgendwie den Dämonen weißen Berg. Dämonen bringen immer Helden um. Du spielst irgendwie den weißen Berg und deine Helden haben so 100 AP und greifen auf die 14 an. Jetzt steht da der Hellstadt im dunklen Torbogen. Du öffnest den ja. Herrscht absolute Dunkelheit, nehmt man nach der Erschwernis. Und der kloppt die kaputt. Ja. Also ein Hellstadt ist schon der schlechteste Dämon, den es gibt, oder? Hellstadt ja, ist aber er ist trotzdem besser als eine Party voller Anfangshelden. Der Hellstadt ist ja wohl der allerbeste Dämon. Nee, er sieht mit Sturmangriff. Nein, er sieht creepy aus. Er ist einfach ein Sensenmann. Er macht dunkel und er macht Bruchfaktor. Es ist alles, was ein Dämon haben muss. Und es gibt ein altes DS-Abenteuer, wo drin steht, dass ein Dämon auftritt, weil in der Robe der einen hat ein Schwert, der andere eine Peitsche und er kämpft gegen die Helden und sie müssen den Helden irgendwie klar machen im Kampf, dass der Dämon unbesiegbar ist. Das erste Auftauchen des Hashtag-Teams. Ich meine, du kennst doch Helden. Das erste, was Helden tun, weil wenn sie unbesiegbar hören, ist ein Sturmangriff. Ja. Wenn das nicht klappt, versuchen sie mit dem Hammerschlag. Wenn das nicht klappt, fragen sie den Magier, ob der nicht einen Plan hat. Und der macht dann 40 Punkte gegen die Fraktion. Dann ist das die Hand mit dem Schwert und der Magier wird von seinem eigenen Ignifaxus gegrinst. Der Mazarot-Dämon lacht. Ja,
Und wenn das immer noch nicht klappt, überlegen sie sich, wie sie es schaffen, das Gebäude über ihn zum Einsturz zu bringen. Du kannst Spieler nicht zum Rückzug zwingen, indem du ihnen sagst, oh, der Gegner ist unbesiegbar. Du musst ihm zeigen, dass er unbesiegbar ist, ja. Ja, ohne sie umzubringen am besten. Ich wollte sagen, zu dem Zeitpunkt sind 3/4 der Spieler tot. Johnny, was hattest du denn mit den Gotongis gemacht? Du hattest so ganz viele Gotongis auf Reichweite beschworen, ne? Bei Tidenstieg. Bei Tidenstieg, da genau, da waren Dämonen und weil das Abenteuer im Freien war, habe ich einfach behauptet, die Dämonen sind in 50 Metern Höhe und das ist immer ein Gotongi gewesen. Und der hat diese Zusatz von wegen Dämonenverbindung, dass der Meister immer durch das Auge des Gotongis sehen kann. Und dadurch konnte die dann immer verfolgen, wo die genau sind. Und auf 50 Meter Reichweite waren die dann immer außerhalb der Reichweite. Und ja, die haben die einfach nicht entschworen bekommen auf 50 Meter Reichweite. Deswegen, so konntest du eigentlich sagen, Abenteuer im Freien, beziehungsweise so Schiffe, kannst du mit Gotongis auf genug Reichweite immer im Auge behalten. Übrigens, über den Greifenpass geht mir massiv auf den Sack, seit ich gefahren habe, dass da eine Feenglobule vorkommt. Ja. Ist denn nicht der Feenfreund? Alle Abenteuer, in denen Feenglobulen, Geisterglobulen und sonst irgendwelchen Scheiß, den der Spieler sich aus dem Arsch zieht, um die Realität einfach zu umgehen, sind Scheiße. Da war dieses komische Einhorn und wir standen... Vor allem, das leitet, dann kann sie mich eh machen, was sie will. Und wir standen vor diesem Einhorn und dachten sich, ja was... Das hat nichts zu tun, das ist bei allen Leuten, die das auf der Zwinge so leiten, so Frosty. Ja, ich muss sagen, bei mir gibt es einfach gar keine Feen oder sowas. Ja. Feen gibt's schon. Hey, ist Lido Kork nicht auch eine Fee? Nein. Klabauter sind Kobolde. Sind Kobolde nicht Feen? Kobolde, oder? Ja, aber sind Kobolde nicht Feen? Nein, Kobolde sind Kobolde. Also würde diese komische Feenglobule nicht im Abenteuer stehen, also Andergast, Nostria ist bei mir rausgepatcht. Es gibt bei mir normalerweise auch keine Feen oder Feenglobulen, das gibt's einfach nicht. Ist halt auch einfach komplett scheiße. Aber war die Safranfass nicht eine Nebenglobule? Ich habe doch gesagt, wenn es nicht im Abenteuer steht, hör doch verdammt doch mal zu. Ach, das steht so im Abenteuer. Ja, anscheinend, ja, natürlich. Glaubst du, den Scheiß ausgedacht. Glaubst du, ich denke mir so einen Scheiß aus, oder was? Ja, ganz ehrlich, hatte ich gedacht. Nein, ich habe keinen Bock auf die Feen, Alter. Auf den Dämonen, Alter. Es gibt nichts Feen, Alter. Glaubst du, ich hätte das noch gemacht? Ja, dann, ich hab's. Also wann auch immer wir in Zukunft Frosty auf die Eier gehen wollen, gehen wir einfach mal die Safranfass besuchen. Und jetzt reden wir über irgendwas Interessantes. Hallo, Alter, der Winke Kontinent versinke. Ja, scheiß doch drauf. Solange keiner kann, ist mir dieser Zauber sowas von Latte. Und solange den keiner in meiner Anwesenheit einsetzt, dann interessiert mich die Scheiße einfach. Ich weiß, wo ein Buch ist, wo der drinsteht. Du musst doch nicht mitreden. Ich weiß, wo ein Buch ist, wo der drinsteht. Jemand einen Ausflug nach Salem? Ja, geh hin. Die geile Bibliothek. Geh hin, stell fest, die Typen, die da sind, werden dich hart ficken, weil die, wenn die so ein Buch haben, sich wahrscheinlich nicht so denken, jo, hier hast du das. Und komm dann wieder zurück. Das war auch mehr Ironie. Aber diese theoretische... Wobei, Tafirel Aralahan muss den können, weil er ihn im Prinzip oder sowas ähnliches, weil er es schon benutzt hat. Und Hochelfen müssten den auch können. Ansonsten Pyrdakor und ich glaube Pardona, aber halt auch über Pyrdakor. Ich meine, in meiner Donnerstagsrunde, unser Hellseher geht jetzt gerade erst ins Zweitstudium, okay. Es gibt durchaus Menschen, die ein Drittstudium machen könnten, aber wenn so eine G7-Runde halt nach 2 Abenteuern abbricht, dann hast du natürlich nicht die AP dafür. Du hättest in so einer G7-Runde auch zwischen Abenteuern schlicht nicht die Zeit, ein Drittstudium zu machen. Natürlich nicht. Die G7 hat doch ewige Zeitsprünge drin. Aber nach der G7 würde das gehen. Ja, nach der G7, aber die G7 sieht vor, dass die Helden am Ende draufgehen. Nur, ja, das kannst du ja auch wegpatchen. Und ja, selbst wenn nicht, die haben danach ein Power-Level. Völlig egal, ob die Zeichen noch haben oder nicht. Nö, nimmst du die Zeichen, ja, genau. Nimmst du die Zeichen weg. Ja und? Dann haben die immer noch ein Power-Level mit ihren, keine Ahnung, 30.000, 40.000 AP. Ja, dann kannst du doch ganz gemütlich Bahamuts Ruf anfangen. Direkt aus der G7 raus, Bahamuts Ruf rein. Ja genau, gerade Borberat erledigt. Ja komm, jetzt kümmern wir uns um einen der Heptarchen. Bahamuts Ruf auf hier Schwierigkeitsgrad Hardcore stellst, keine Shippies hast und 40.000 AP hast, dann kannst du mal auf jeden Fall auf beiden Seiten, sowohl Spieler als auch Charaktere, mal richtig zeigen, was kannst. Johnny hat schon vor 4 Jahren oder so gemeckert, als er da einen Tidenstieg vorbereitet hat, nach dem Motto, ja, ich weiß nicht, wie er das schaffen soll, sorry, es ist einfach unmachbar. Ja, wie gesagt, die sind mit den Dämonen fertig geworden, aber die Dämonen, die ich da jetzt gerade genannt habe, waren ja nur die gemütliche Ablenkung. Wollte gerade sagen. Das war nur das Ablenkungszeug. Ich triggerte sie nicht, kenne die Gezeichneten nicht. Der dritte Gezeichnete ist die ultimative Kampfmaschine.
Wieso lässt du dich eigentlich spoilern? Ich check das nicht. Weil ich nie im Leben die G7 spielen werde. Ich habe da keinen Bock zu. Den Traum habe ich auch aufgegeben. Nein, ich hab da nicht mal irgendwelche Ambitionen. Aber wenn du den Guardianum ziemlich hoch hast und dann noch zusätzlich ein paar gute ASP da reinbuttest, aber nicht zu viel, und den Dämonenschutz mitnimmst, dann hält der richtig was ab. Das stimmt, dann hast du aber immer noch das Problem, dass Borbrand schnippt und einmal mit Metamagie neutralisiert das Ding wegmacht. Ja gut, okay, da kannst du nichts gegen tun, der G7, aber es geht ja nicht nur um die G7, die sowieso Railroading-Scheiße ist. Du kannst halt gegen Borbrand nicht im Zombie-Manuel bestehen. Johnny ist dann relativ unepisch abgekratzt, als er da im Limbus verschwunden ist, ne? Ja, wir sind in G7 gestorben. Also Schwupp und weg. Naja, das Amt alles ausgelöscht. Und deswegen hat man immer den Plan Astrale im Stall. Genau, wo hast du den Plan Astrale her? Ja, du bist mich verarscht. Der hat doch nur Verbreitung 2, den lernst du in Punin. Nein, der ist Wobei, vor Borbrand ist der nicht geächtet. Der ist erst mit Borbrand geächtet. Borbrand ist ja kein bisschen gebannt. Den Zauber im Stab war bei DSA 3 nicht ganz so möglich. Gab's da keine Stabzauber? Aber in DSA 3 hast du auch 120 ASP. Es ist immer auch. So 120 mehr als Magier, beides ungefähr. Du brauchst deinen Dispens. Hat der es nicht geholfen. Janus, du brauchst deinen Dispens für den. Du darfst ohne Dispens ein Plan Astrale nicht zaubern. Also in Punin ist er hart geworden. Nach Borbarat heißt, nach der Schlacht der Magier. Das heißt, du darfst den nicht benutzen, du darfst ihn nicht rausgeben. Ist einfach verboten. Wenn du ein böser Borbarat-Freund bist, dann ist dir das auch scheißegal, oder? Clan Astrale zerreißt, und zwar schon immer, unabhängig von Borbarat, zerreißt die Sphären. Deswegen ist das hart verboten. Wechselst du den Clan Astrale mit dem Auge? Nee, das ist Auge des Limbus. Nee, der Clan Astrale ist wirklich, wird wirklich deswegen angeführt in den Büchern, dass es eben deswegen verboten ist. Weil er die eben zerreißt. Aber die wachsen wieder zusammen, aber das könnte auch sein, dass es vielleicht nicht der Fall ist.